Mach schnell! Bin gleich wieder da! Sagt ihr den Namen? Ich nicht. Ich muss jemanden finden. Das Wasser steigt noch. John kann das nicht lange aushalten. Mamas Arbeit ist zu weit weg. Ich schaffe das nicht rechtzeitig. Dad, ich muss Dad holen. Nur er kann John noch retten. Los, schnell! Hier ist niemand auf dem Gelände. Keiner, der helfen kann. Durchhalten, Bruder. Ich hole jemanden. Wir kommen und retten dich. Hallo? Dad, Dad, komm schnell! John steckt in einem Rohr. Er trinkt! Verschwindet und Rauchensäge! Das ist schwer! Du musst kommen, Dad! Na los, John, stirb! John, stirb! Bitte! Ja, dann hätten wir ein Maul weniger zu stopfen, oder? Hau ab! Bitte, Dad, komm, ich bitte dich! John, stirb! John, stirb, Dad! Was bitte! Hab ich gesagt? Hau ab! Bitte! Bitte, bitte, Dad! Du musst John retten! Ich hab's versucht, wirklich! Er will nicht! Bitte stirb nicht, John! Du darfst nicht sterben, John. Bitte. Das ist echt ein... Was ist das für ein Vater, ey? Vater ist schuld. Bitte. Bitte. Nein! Das hat er jetzt nicht gesagt, den Namen. Nein, ich möchte das nicht. Nein! Das möchte ich nicht. Ich spiele das Spiel nicht mehr weiter. Ich möchte das nicht. Niemals! Er sieht doch überhaupt nicht so aus. Toll, jetzt hat er hier das Bild bei sich liegen. Verbrennt er jetzt das Bild oder was? Er hat einen Schuhkarton. Warum? Was ist denn sein verdammtes Problem? Rani ist der Killer, nicht Scott. Jetzt vernichtet er die ganzen Beweismittel. Hätte man echt drauf kommen können. Allein das mit dem Handy. Und in den Brief haben wir nie reingeguckt. Deswegen ist er zu ihm gegangen, zu Manfred, um rauszufinden, ob man das zurückverfolgen kann, wer das geschrieben hat. No! Das Warum verstehe ich auch noch nicht. Sein Vater ist der Arsch gewesen. Und dann, was können jetzt die anderen Kinder dafür?
so dick war der niemals in der Szene. Schaltet der jetzt die Maschine? Ja. Boah, ich dachte, der schaltet jetzt irgendwo die Maschine. Scott, ich bin schwer enttäuscht von dir. Ich bin sehr schwer enttäuscht von dir, Scott. Das habe ich nicht erwartet. Ich mochte dich die ganze Zeit. Das Spiel ist doof. Aber irgendwie ist es doch immer so. Ja, jetzt. Ja. Was ist das eine und was ist das andere? Das obere ist anklopfen, oder? Soll ich noch drehen? Dein Ernst? Scheitern wir an dieser Stelle mit diesem Controller drehen. Wenn der das Feld nicht voll macht, was kann ich denn dann dafür? Weiter drehen kann ich nicht! Ich drehe das Ding jetzt total schnell. Vielleicht geht das. Nicht verlernt. Hat er sich schon umgebracht? Die Wohnung des Origami-Killers. Es muss einen Hinweis geben, wo schon jetzt passiert ist. Noch was mit ihr. Wetten. Also, diese Steuerung, ne? Er war früher ein Cop. Wusste wahrscheinlich genau, wie eine Untersuchung geführt wurde. Hat ja dort sogar eine Schreibmaschine stehen, das checke ich jetzt gerade erst. Von da kommt Brandgeruch.
Lösen sich da Beweise in Rauch auf? Eine Polizeiuniform. Dein Freund und Helfer. Deswegen sind die Kinder mitgegangen. Er war in Uniform. Alter, Scott, was bist du für krank? Wie krank bist du im Kopf? Hier hat er die Orchideen gezüchtet, die er auf die Brust der Opfer gelegt hat. Oh, shit, ich brauch das Passwort. Was? Oh, oh. Quicktime-Event. Sie haben also mein Geheimnis entdeckt. Das war es, Scott? All diese Kinder mussten sterben, nur damit ein Vater seinen Sohn retten kann. Schnauze! Sie verstehen das nicht. Oh, er wollte, dass Väter um ihre Kinder. Es bleibt noch Zeit, es zu retten. Tun Sie es, Gott. Tun Sie, was Ihr Vater nicht konnte. Los, rein da. Steuerung, ne? Kamera drehen. Super. Ey, was? Er zündet die Bude an. Rechts war Papi. Nasse Kleidung erhöht meine Überlebenschancen. Ach, kann ich mich denn nicht Richtung Tür drehen? Gott. Ja, genau. Lauf! Das ist gerade dein Ernst? Hallo? Ich schüttel, ich mach doch.
läuft nicht. Zu hoch. Springen wäre Selbstmord. Überleg dir was anderes, Madison. Kacke. Ja, genau. Der ist noch so ein schöner Gaskanister. Hier kann ich nicht langlaufen, oder? Oh mein Gott. Scheiße, hilft das was, wenn ich mich hier verstecke? Was ist das? Oh, wir gehen in den Duschrank. Okay, wir wissen, wenn es brennt, gehen wir in den Kühlschrank. Ja, die Quicktime-Events, die sind auch der Tod für meinen Kopf. Hallo Trolla, schönen guten Nachmittag. Oder ist es Sean? Oh Gott, noch 2,5 Millimeter. Jetzt sind wir, glaube ich, Ethan. Kühlschrank ist die Rettung, wenn es brennt. Selbstschussanlage? Was soll das sein? Gut.
Sean! Mein Gott, Sean, antworte! Nichts, Sean, bitte! Atme! Du musst atmen! Bei mir. Sean. Ist das nicht dein Ernst? Warum reanimierst du nicht weiter, Ethan? Er hat doch gerade noch... Ja! Oh, Sean. Erstmal muss ich atmen. Ja. Du bist nicht tot. Oh, jetzt kommt bestimmt gleich Scott hier rein. Ich hab gewusst, dass du mich rettest. Ich glaube nicht, dass das Ende ist. Mein Vater hat keinen Finger gerührt, um seinen Sohn zu retten. Wer sind Sie? Sie kennen mich nicht, Ethan. Aber ich kenne Sie. Zu finden, der seinen Sohn rettet? Nur für einen Vater? Haben Sie eine Ahnung, wie es sich anfühlt, für seinen Vater völlig wertlos zu sein? Wissen Sie, ich habe mit meinen Opfern gelitten. Ja. Gottverdammte Scheißirrer! Nein, wir schießen nicht. Nur zu, Sie können mich töten. Es ist mir egal. Sie haben geschafft, was ich wollte. Nein, wir schießen. Ich drücke nicht R1. Das Spielchen ist jetzt endlich vorbei. Schieß jetzt hier niemand mehr. Ich habe meinen Sohn. Sie haben keine Macht mehr über mich. Jetzt müssen Sie sich ihren Albträumen allein stellen. Ich glaube, der bringt sich selber um. Sean, ey, der hat auch ein Trauma fürs Leben. Aber wir sind richtig gefahren. Wir sind intuitiv richtig gefahren. Ich hab dieses Schiffshubhorn. Cheers. Sehr gut, Schiffsrabe. Dad. Geh nicht weg. Ich muss die Tür aufkriegen, damit wir rauskommen.
Lass mich nie wieder allein, Dad. Hörst du? Nie wieder. Ich verspreche es schon. Nie wieder. Ist die Polizei schon draußen? Warum hat er jetzt nicht die kleine Tür eigentlich aufgemacht? Wo er rein ist? No. No, no. Wehe. Mann, bist du ein... Feuer eröffnet! Ist das euer verdammter Ernst? Nicht euer Ernst. Dad, wach auf. Lass mich nicht allein. Dad, wach auf. Wir hätten Scott doch erschießen sollen. Sorry, aber dann... Oh. Mit großer Erleichterung teilte die Polizei heute Morgen mit, dass der vermisste Sean Maas lebend nach 4 Tagen aufgefunden wurde. Sean Maas wurde bei den alten Docks aufgegriffen, erschöpft und desorientiert. Man nimmt an, dass er seinem Entführer, dem Origami-Killer, entkommen ist. Die Ermittler konzentrieren sich nun darauf, den Jungen durch einen Kinderpsychologen befragen zu lassen. Man erhofft sich dadurch neue Informationen über den Origami-Killer. Die Polizei hat noch immer keinen Hinweis auf die Identität des Origami-Killers. Sie tappt weiterhin im Dunkeln. Uns erreicht eben die Meldung, dass der Origami-Killer-Fall ein tragisches Ende genommen hat. Ethan Maas, Vater des entführten Jungen und mutmaßlicher Origami-Killer, wurde bei einem Polizeieinsatz erschossen. Die näheren Umstände der Tragödie sind noch nicht bekannt. Jedoch wurden Captain Leighton Perry und Lieutenant Carter Blake vom Dienst suspendiert und erwarten eine interne Ermittlung. Was ist denn das für ein Mist? Da ist Madison. Komm schon. Oh, nö. Wir müssen gehen. Oh, ich hätte ihn erschießen sollen. Dann wäre Ethan jetzt wenigstens nicht umsonst gestorben. Oh. Ist sie bei Madison in der Wohnung? Hallo, hier ist Madison Page. Eine Nachricht. Matt? Hier spricht Sam. Ich mache mir Sorgen um dich. Du gehst seit Tagen nicht ans Telefon. Ich weiß, du machst eine schlimme Zeit durch. Aber ich bin für dich da. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, ich bin hier.
Okay, ich versuche es später nochmal. Dann ist so eine Art innere Dämon sein. Haben Sie sich das wirklich gut überlegt, Norman? Sie haben eine vielversprechende Karriere vor sich. Es ist schade, dass... Bei allem Respekt, Sir. Das habe ich getan. Ich brauche sowas wie ein normales Leben. Ich habe mich da viel zu sehr hineinziehen lassen. Ich brauche Abstand. Für eine ganze Weile. Werden Sie zum FBI zurückkehren? Ich weiß es nicht. Ich kann nichts versprechen. Sie können Ihr ARI behalten. Das Modell wird abgesetzt. Nächsten Monat kommt ein neues. Ich denke, ich werde es lieber zurückgeben. Es ist wirklich sehr verlockend, aber es wird mir wenig helfen. Da, wo ich hingehen werde. Da draußen. Wie Sie wollen. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen, Norman. Das hoffe ich auch. Wie alt das Spiel ist, ich glaube, das ist von 2010 oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist schon ein bisschen älter. Scheint jetzt das Ende zu sein. Also ich meine, ich habe ja auch knapp in 9 Stunden jetzt das Spiel gespielt. Also.
war krass, wie viele Leute an so einem Spiel mitarbeiten. Dabei ist das hier noch nicht viel wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was ich zu dem Spiel sagen soll, deswegen lasse ich das hier gerade echt einfach nur durchlaufen. Die Frage ist halt, hätte man dieses Ende, dass Ethan erschossen wird, hätte man das verhindern können? Können wir machen, Susi. Können wir machen. Ja, sag mal. Also, ja oder nein. Hätte man verhindern können, dass Ethan stirbt? Ja oder nein? Ja. Boah, hey, das ist wie bei Detroit Become Human. Bei mir sind fast alle gestorben. Aber wir haben Sean gerettet. Sean lebt, ja. Er ist zwar gebrochen, der ist traumatisiert für den Rest seines Lebens. Bruder tot. Fast selber gestorben, dann der Vater vor seinen Augen erschossen. Ey, das ist echt. Hart. Magst du keine Menschen? Doch, ich mag Menschen. Aber ich drücke immer die falsche Taste. Mein Spaß. Aber diese Spiele, ne? Du musst halt echt gucken. Jede Entscheidung, die du triffst, beeinflusst das Ende. Du weißt natürlich ja nicht, wenn du im dritten Kapitel bist, was kann hier noch passieren oder was resultiert gerade aus deiner Entscheidung. Das ist so... Wenn es ja Gott sei Dank sind zwei Spiele, ja? Wollt ihr jetzt nicht in Wirklichkeit solche Entscheidungen treffen müssen, die darüber entscheiden, ob ein Mensch überlebt oder nicht? Japanischen Übersetzer, okay. Am Ende hätte Ethan sowieso von seinem Cut am Finger noch eine Blutvergiftung oder irgendwas bekommen. Ich meine, die Säge sah jetzt auch nicht so sauber aus, ne? Heavy Rain. Das ist heavy, das Spiel. Ob ich es nochmal spielen möchte? Weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht genau sagen, ehrlich gesagt. Also jetzt erstmal das nächste Jahr nicht.
Da gibt es andere Spiele, die ich spielen möchte, aber irgendwann vielleicht, ich weiß es nicht.